Herr Professor Austmann, Sie sprechen über Nachhaltigkeit, echte Nachhaltigkeit. Das ist das Nachhaltigkeit Deluxe. Was ist damit gemeint? Und damit ist vor allen Dingen einfach mal eine kritische Bestandsaufnahme gemeint, weil das Wort Nachhaltigkeit und nachhaltig einfach so inflationär gebraucht wird, dass heute fast alles nachhaltig ist. Alles, Flüge werden nachhaltig, Autos werden nachhaltig, Fleischkonsum wird nachhaltig. Alle Unternehmen haben Nachhaltigkeit auf ihren Webseiten, in ihren Broschüren. Und wir erleben ja gerade ganz aktuell an verschiedenen großen, in der Presse publizierten Beispielen, dass Unternehmen weit weg davon sind, viele, viele Unternehmen weit weg davon sind, echt nachhaltig zu wirtschaften. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir deutlich mehr und deutlich größere Anstrengungen unternehmen müssen, um echte Nachhaltigkeit zu erreichen. Okay, also nachhaltig, irgendwie beliebig, wird gern genommen. Das ist so eine Art Feder, mit der man sich schmückt. Woher kommt der Begriff nachhaltig? Der Begriff Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein Begriff aus der deutschen Forstwirtschaft, wo es um eine ganz simple Idee geht, dass man nur so viel Hölzer schlagen darf, wie man nachpflanzt. Dass also ein Kreislauf der Natur gewahrt bleibt. Ein Kreislauf, der für zur Verfügung stehenden Rohstoffe gewahrt bleibt. Und wo hat sich dieser Nachhaltigkeitsgedanke hin entwickelt? Welche Bereiche hat er erobert oder wann war dann der Durchbruch dieses Begriffs? Meiner Meinung nach war ein wichtiges Werk für den Durchbruch des Begriffs in Anfang der 70er Jahre, als wir uns erstmalig mit der Endlichkeit unserer Ressourcen beschäftigt haben, mit den Grenzen unseres Wachstums beschäftigt haben. Richtig populär ist der Begriff meiner Wahrnehmung nach in den letzten 2 Jahrzehnten geworden, insbesondere in den letzten 10 Jahren, weil er einfach heute, so wie Sie das richtig ausgedrückt haben, auf keiner Unternehmensbroschüre und keiner Unternehmensseite, auch auf keiner Verwaltungsseite, in keiner Talkshow mehr fehlen darf, um ja anzudeuten, dass man doch die Zukunft im Blick hat. Ja, jetzt klingt das ein bisschen nach Schutzpe. Sie benutzen den Begriff und verzieren ihn oder tunen ihn mit der echten Nachhaltigkeit. Was darf ich darunter verstehen? Mir geht es darum, kritisch darauf hinzuweisen, dass wir bei all dem Gerede über Nachhaltigkeit weit weg davon sind, nachhaltig zu sein. Wir müssen festhalten, dass unser Lebensstil in Industrienationen schlichtweg nicht zukunftsfähig ist. Wir verbrauchen als EU-Bürger aktuell die natürlichen Kapazitäten von ungefähr 2,6 Planeten Erde. Und da gibt es eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht heißt, wir haben nur einen Planeten Erde. Also müssen wir uns fragen, was ist zu tun, um wirklich, um echte Nachhaltigkeit zu erreichen. Und da gibt es Pioniere, gibt es Vordenker, die seit vielen Jahrzehnten schon sich Gedanken dazu machen. Und ich bin heute hier, um sowas wie eine Synopse daraus vorzustellen und Menschen dazu einzuladen, das von unten heraus zu gestalten, von zivilgesellschaftlicher Ebene heraus zu gestalten. Ja, jetzt kommt die Nagelprobe. Fallen Ihnen spontan wirklich nachhaltige Produkte ein? Das ist eine schöne Frage und die Frage möchte ich beantworten mit einem Zitat eines Kollegen, der den schönen Satz geprägt hat: Es gibt keine nachhaltigen Produkte, es gibt nur nachhaltige Lebensstile. Und deswegen freue ich mich, heute Abend hier zu sein und eingeladen worden zu sein, zu sprechen zu der Frage, wie gestalten wir nachhaltige Lebensstile. Und dazu habe ich sehr konkrete Vorstellungen. Dann machen Sie es doch ganz persönlich, wie nachhaltig ist Ihr Lebensstil? Mein Lebensstil ist basierend auf den Berechnungen, die dazu durchgeführt werden können. Jeder von uns kann das für sich erörtern und errechnen, wie groß der ökologische Fußabdruck ist, den er hinterlässt. Mein Lebensstil ist deutlich nachhaltiger als der Lebensstil vieler Menschen um mich herum. Das haben wir gemeinsam geprüft und getestet. Aber selbst ich stoße bisweilen auch noch an Grenzen, an gesellschaftliche Grenzen, aber ich muss auch zugeben, auch noch an individuelle Grenzen. Bin mir aber bewusst, dass es weitere Anstrengungen braucht. Als Beispiel sei genannt, dass ich mit meiner Familie ein schönes, großes Fachwerkhaus gekauft habe. Und es absurd ist, wie viel Quadratmeter Wohnraum uns zur Verfügung stehen. Wir sind aber jetzt gerade dabei, daraus ein Gemeinschaftswohnprojekt zu machen. Also, wir sind auf dem Weg. Ein Mehrgenerationenhaus? Ganz genau, ein Mehrgenerationen-, ein Mehrparteienhaus. Weil wir, und so mein Vorschlag, für echte Nachhaltigkeit unter anderem zu dem früheren Prinzip zurückkehren müssen, Wohnraum wieder in größeren Gemeinschaften zu teilen. Ganz einfach, um damit den Energiebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche zu senken. Eine der großen Nachhaltigkeitsherausforderungen in unserer Gesellschaft. Und jetzt kommt der Knaller und damit ist auch enkelhaft.
Damit ist es auch enkeltauglich, ganz genau. Es geht, dieser Begriff der Enkeltauglichkeit ist ein Begriff, den ich gerne benutze, um diesen manchmal sehr inflationär benutzten Begriff der Nachhaltigkeit weiter zu konkretisieren, kritisierend zu konkretisieren und zu sagen, wenn wir uns nicht darum bemühen, unsere Lebensstile enkeltauglicher aufzustellen, dann sorgen wir dafür, dass die Nachfahren es deutlich schlechter haben werden als wir und dass sie mit Herausforderungen kämpfen werden und kämpfen müssen, die wir uns heute nicht vorstellen können, die ökologisch bedingt sind, die sozial bedingt sind und die auch ökonomisch bedingt sind. Herr Professor Ostmann, woran erkennen Sie, dass Sie bei Ihrem Publikum, bei den Zuhörern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben? Na, das möchte ich hoffen, dass ich das an solchen Indikatoren festmachen kann, wie interessiertes Zuhören, im ersten Teil in der Regel bedrückte Gesichter und am Ende eine freudige Lust und eine Leidenschaft darauf, gemeinsam den notwendigen Weg zu gestalten.